30.000 Kilometer ist der Mond heute Nacht näher gewesen an der Erde als sonst. Und das könnte der Grund sein, warum ihr schlecht geschlafen habt. Das oder vielleicht, weil ihr euch so sehr gefreut habt auf diesen neuen Summit Mittelstand. Jetzt eine Frage, wer wirklich schlecht geschlafen kann, jetzt mal in die Kommentare schreiben. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Ich habe wenig geschlafen, aber gut. Und trotzdem herzliches Willkommen hier aus München, aus Ismaning, zum Digital Mittelstand Summit von der Actindo AG. Und neben mir Vorstand und mit Gründer der Actindo, Boris. Hi, ich grüße dich. Hallo, Banne. Was ist besonders heute an diesem Summit? Das Thema ist, dass wir gerade im letzten Jahr im Kontext der Corona-Pandemie so häufig Anfragen hatten von Brands, Herstellern, wie können wir das Thema Digitalisierung nach vorne bringen von vielen mittelständischen Unternehmen. Und wie sieht man das Ganze natürlich im Kontext des Kanalkonflikts mit seinem angestammten Fachhandel, Einzelhandel? Und wir haben ja gemerkt, dass da definitiv viel Know-how noch fehlt, dass hier viele Fragen sind und dass sich das wirklich jetzt potenziert hat über die letzten Monate. Und das war dann für uns ein Grund, wo wir gesagt haben, okay, das ist definitiv ein Thema für unseren heutigen Mittelstandssummit, weil die Mission, die wir ja haben, ist ja, den Mittelstand zu unterstützen bei der erfolgreichen digitalen Transformation aus einer auch teilweise Überlebensstrategie wirklich auch eine Erfolgsstrategie zu machen. Verrat mir nicht zu viel, weil ja. Boris wird gleich noch in seinem Vortrag Worte an euch richten. Kleiner Überblick noch zu diesen zwei Tagen. Ihr werdet an zwei verschiedenen Bühnen die Möglichkeit haben, Experten aus dem ganzen Dachraum zu bestaunen und euch an ihren Informationen und an ihrem Wissen zu laben. Ich habe auch einen Kollegen in Hamburg, René, der wird euch durch Stage 2 führen. Ich habe die Ehre und das Vergnügen, euch das durch Stage 1 zu führen. Und wie immer gibt es die Möglichkeit, dass ihr hier in diesem Bereich Chat, also einfach quasi eure Fragen reingibt, die wir am Ende des Vortrags beantworten können direkt, weil es ist alles live. Jeder Speaker ist auch bereit und freut sich über Fragen. Das heißt, nicht zögerlich sein. Ich sehe, hat noch keiner was geschrieben zum Thema, wie ihr geschlafen habt. Vielleicht schlaft ihr noch. Deswegen gerne noch in den Chat rein. Jetzt würde ich aber an dich, Boris, übergeben. Viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder. Danke. Viel Spaß. Danke, Barne. Gut, dann Fokusthema. So, jetzt einen Moment. Ich bin jetzt irgendwie hier auf Slide 5 gesprungen. So, jetzt? Super, danke. Genau, also von meiner Seite auch nochmal ein herzliches Willkommen zum Mittelstand Digital Summit, die zweite Ausgabe. Erstmal möchte ich mich nochmal bei den ganzen Speakern auch bedanken, die uns heute wieder auch ihre Zeit schenken, bei allen Speakern, die auch bei der ersten Ausgabe im letzten Jahr dabei waren. Wir konnten jetzt schon über 50 Top-Speakers, spannende Vorträge zusammensammeln, um hier dem Mittelstand auch den gewissen Wissenstransfer auch zu vermitteln. Und natürlich möchte ich mich auch bei unseren zwei großen Sponsoren, nämlich der T-Systems Multimedia Service und USF Digital bedanken. Kurz zu mir, Boris Christitsch, ich bin einer der Vorstände und Host der ganzen Veranstaltung. Was machen wir eigentlich? Wir sind Pionier im Bereich Cloud Computing. Wir waren die erste Company im deutschsprachigen Raum, die ERP-Software in die Cloud gebracht hat, haben uns dann sehr schnell auf den E-Commerce fokussiert und gehören inzwischen zu einem der führenden Anbieter im Bereich Digital Operations Plattform. Und warum haben wir das Fokusthema Direct-to-Consumer uns ausgesucht, auch für diesen Summit? Also ich habe hier ein paar Zahlen, so als um in diesen Mut mal reinzukommen. Man sieht es hier ganz klar, zum Beispiel Under Armour, bis zu 3000 Point-of-Sale-Bereiche werden hier abgebaut. Levi Strauss, über 60% werden dieses Jahr angepeilt durch den Verkauf an Endkunden. Und bei Nike sieht man auch schon, hier wächst auch jährlich der Umsatzanteil durch Direct-to-Consumer-Aktivitäten und hier liegen wir auch schon bei 35% am Gesamtumsatz. Und ganz klar, natürlich, das Thema D2C wird einfach immer wichtiger für Marken, für Hersteller. Und es geht jetzt nicht nur um die Themen wie auch die
Loyalität zur Marke zu steigern oder entsprechend auch die höheren Margen, die ich damit auch erzielen kann, direkt an Endkunden zu verkaufen oder auch natürlich die Flexibilität habe, um auch flexibler und innovativer mit meinen Kunden zu interagieren. Eigentlich ist das wichtigste Asset bei dem Thema nämlich der Zugang zum Kunden. Und das wird einfach immer wichtiger, weil das natürlich auch immer schwieriger wird, gerade durch die Marktplatzökonomie hier entsprechend auch nicht den Draht zum Kunden zu verlieren. Weil gerade wenn ich natürlich den Kunden direkt ansprechen kann, habe ich natürlich auch sehr, sehr spannende Customer Insights und kann einfach auch viel schöner mit dem Kunden eben auch interagieren und spielen und neue Geschäftsmodelle, gerade im digitalen Bereich, auch einfacher ausrollen. Und wie sowas dann auch erfolgreich aussehen kann, sieht man in unserem Case mit Mode Eterna, kennt man ja als einen der drei großen Hemdenhersteller aus dem deutschsprachigen Raum. Und hier wurden wir auch erst unlängst mit dem Best in Retail Award ausgezeichnet. Und warum ich diesen Case mitgebracht habe, ist nämlich das Spannende, dass wir bei Eterna nämlich gezeigt haben, dass das ganze Thema Transformation oder auch Ausrollen von Direct-to-Consumer-Geschäftsmodellen auch sehr einfach basierend auf den aktuellen IT-Infrastrukturen funktioniert. Das heißt, auch wenn ich dieses Modell sehr schnell ausrollen will oder mal auch ein MVP starten will, muss ich jetzt nicht unbedingt ganz tief in die Budget- und Zeitkiste greifen, sondern kann eben mit Actindo auch sehr schnell solche Geschäftsmodelle ausrollen, auch mit eben einem überschaubaren Zeit- und Budgetaufwand, um dann entsprechend auch natürlich das Ziel zu erreichen, um auch eben den Endkunden auch über jeden Touchpoint auch ein einheitliches Einkaufserlebnis anzubieten. Und warum machen wir das natürlich jetzt auch und wo ist auch oftmals die Problematik? Und da ist das Thema, dass das klassische ERP-System, welches häufig im Mittelstand im Einsatz ist, einfach mit dem Handel der Zukunft Geschäftsmodelle wie Direct-to-Consumer einfach überfordert ist. Man sieht es hier auch eben bei der Umfrage, wo knapp 80% der Top-Entscheider auch gesagt haben, dass ihre derzeitige On-Premise-Lösung einfach gar nicht gewachsen ist, um hier auch solche Geschäftsmodelle auch mal auszutesten oder auch auszurollen. Ist natürlich auch dem geschuldet, dass die Customer Journey ja natürlich auch immer komplexer wird. Und wenn wir natürlich in die mittelständischen Unternehmen auch reingehen, sieht man das ja auch ganz, ganz klar. Es herrscht aber auch oft das Durcheinander in der IT. Da wird natürlich versucht, über Punkt-zu-Punkt-Verbindungen entsprechend auch Infrastrukturthemen auch zu erschlagen. Das Problem häufig hier ist, sobald ich irgendwo an einem Datentopf im ERP-Bereich schraube, explodiert mir dann wieder was im PIM. Wenn ich am PIM schraube, explodiert mir dann vielleicht was am Point of Sale. Und hier muss es einfach das Ziel sein, einen zentralen Datenhub, eine zentrale Operations-Plattform für seine gesamten digitalen Geschäftsmodelle aufzubauen. Und das ist auch genau das, was die Actindo AG tut. Wir bieten den Kunden eben ein komplettes Commerce-Betriebssystem. Wir bieten hier das Thema an, entsprechend auch die bestehende IT-Infrastruktur zu modernisieren, um eben die Kanäle zum Kunden zu schaffen, um hier aber auch auf Basis der Legacy-IT im Unternehmen schnell innovieren zu können. Dazu haben wir auch einige White Paper, wo ich Sie gerne einladen würde, entsprechend auch mal drauf zu schauen. Also wir haben jetzt nicht nur den Mittelstands-Digital-Summit, wo wir versuchen, dann auch interessanten Content zu vermitteln. Lade Sie gerne ein, auch direkt uns zu kontaktieren. Und würde ich mich freuen. Wir stellen uns hier gerne immer den Herausforderungen bei mittelständischen Unternehmen, egal natürlich auch, wie groß hier die Aufgabe ist mit der bestehenden IT-Infrastruktur. Und dementsprechend haben wir hier auch einige sehr spannende White Paper für Sie gelauncht. Und dann war es das von meiner Seite, vom Impulsvortrag. Ich wünsche Ihnen hier definitiv auch einen sehr spannenden Mittelstands-Digital-Summit mit tollen Speakern und vielen Dank fürs Zuhören. So, Boris, vielen Dank. Gleich geht's weiter um 9.15 Uhr mit unserer ersten Keynote. Ich habe noch eine Frage. Was sagst du Händlern oder Herstellern, die sagen, ich mach's nicht, weil mein Handel verzeiht mir nicht, wenn ich selber an den Markt gehe?
Genau, also ich glaube, hier ist es wichtig, dass man den Handel mit ins Boot holen muss. Mhm. Weil gerade zum Beispiel mit einem sehr herausragenden Online-Shop als Hersteller kann ich ja auch eine gewisse Strahlkraft erzeugen, die wiederum ja auch bei meinem Fachhandel ankommt. Das heißt, wenn ich hier die Markenloyalität steigere und der Kunde zum Beispiel dann auch im Fachhandelsgeschäft vor Ort ist, hat es ja auch entsprechend positive Auswirkungen auf den Fachhändler vor Ort. Also ich denke mal, hier ist es wichtig, dass man einfach partnerschaftlich und auf Augenhöhe diskutieren muss, wie man einfach dieses Thema Direct-to-Consumer im beidseitigen Interesse und auch Erfolg umsetzen kann. Und hier gibt es auch natürlich ganz, ganz tolle Beispiele auch aus unserem Kundenkreis, wie beispielsweise die Firma Braun-Büffel aus dem Lederwarenbereich, sehr renommierte Marke. Und die haben es auch geschafft, einfach mit einem sehr tollen Online-Shop mit dem Aufladen der Marke über digitale Kanäle entsprechend auch den Umsatz am Fachhandel vor Ort zu steigern. Und dementsprechend hat natürlich dann auch der Fachhandelspartner ja auch etwas davon. Mehrwert, da verstehe ich. Ja, okay, also wirklich ganz offen in die Kommunikation gehen, genau, und den Fachhandel am besten mitnehmen und da versuchen, mit gemeinsamen Kräften was zu machen. Dazu werden wir sicherlich mehr auch noch bei dem Panel hören und auch die Meinungen jetzt die nächsten zwei Tage. Ihr habt jetzt noch eine kurze Verschnaufpause, könnt noch schnell in die Breze beißen, wenn ihr irgendwo in Bayern seid. Alle anderen, die weiter oben sind, dementsprechend in eine Semmel oder in eine Schrippe oder in ein Brötchen. Wir sehen uns um 9.15 Uhr mit der Keynote. Da freue ich mich schon drauf. Es wird Christian Müller sein, ist Mitgründer von OMR. Aber bis dahin habt ihr noch 5 Minuten Zeit. Bis gleich. Danke.